Hey Jupp, wie war dein Wachdienst bis jetzt? Naja, wenn man von dem Wetter absieht, angenehm. Zumindest geht's uns besser als den beiden da im Stall. Ich vermute mal, die beiden werden nicht sehr alt. Stimmt, lass uns Pause machen. Die werden schon nicht abhauen. Nach dem, was William mit den Jungen gemacht hat, der hat ihm ein richtiges Schlitzohr verpasst. Jetzt denkt jeder, dass er ein Betrüger ist. Dies ist nicht korrekt. Es wurden früheren Betrügern die Ohren abgeschnitten. Dies war aber nicht dasselbe wie ein Schlitzen des Ohres und könne zudem die Bedeutung von Schlitzohr nicht erklären. Eine mildere Form dieser Bestrafung sei zudem nicht bekannt, wie das Herausreißen eines Ohrrings eines Wandergesellen oder eines goldenen Ohrrings eines Handwerkers, der sich auf der Walz befindet, der das Wappen seines Handwerks trug, der früher als Nordgurschen gedient hätte. Möglich ist hingegen, dass Schlitzohr ein bildlicher Ausdruck für eine Person sei, die mit dem Teufel im Munde steht. Diesen stellt man sich nämlich als schlitzohrig und schlitzfüßig vor. Warum redest du so komisch? Das klingt, als würdest du aus einem allgemeinen zugänglichen Nachschlagewerk zitieren, das von Nutzern selbst erweitert und verändert wird. Du stellst so viele Fragen. Nicht sehr entspannt, nicht wahr, Eike? Ja, könntest du jetzt eigentlich erst nochmal erklären, Eike, was du in der letzten Folge angeteased hast, nicht wahr? Was es denn bedeutet, einen auf dem Kerbpolster ab? Naja, man hat früher bei Auslieferungen und so weiter eine Kerbe in ein Holz gemacht und diese Holzstücke in zwei Hälften geschnitten. Man hat diese dann zusammengepackt und wenn die Striche nicht zusammengepasst haben bei der Bezahlung, dann hat man einen auf dem Kerbholz gehabt. Dann war man nämlich einer, der versucht hat zu betrügen. Ach, du meinst sowas wie ein X für ein I vormachen, oder wie war das, ne? Oder wie war das nochmal? Ach Gott, diese Sprichwörter, ne? Jetzt ist unser Bruder ein Schlitz... Man hat früher einen Kerbholzzettel gehabt und auf dem war dann halt Zeug drauf. Ein paar Kerben. Ja. Die sich überschnitten haben. Wenn sich die nicht überschnitten haben, dann unter einen Strich mehr drauf war. Also sprich, einmal bezahlen, zweimal bezahlen, dreimal bezahlen, viermal bezahlen. Und wenn dann da ein Strich mehr drauf war und auf der anderen Hälfte kein Strich drauf war, dann war natürlich, wurde er betrügen. Ja, ist klar. Man kann ja schließlich damals noch nicht so alles nachprüfen, ne? Ja. Da gab's doch kein... Ach, wie heißt das? Wo man seine Schulden nachsehen konnte? Wie heißt das nochmal? Mir ist gerade entfallen. Ja, gut. Richard ist jetzt ein Schlitzohr. Ich glaube, ihm geht's, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht gut. Was haben wir da? Ein Hufeisen. Ja, reden wir mal mit ihm an. Vielleicht geht's ihm ja gut. Oder vielleicht ist es ihm ja gar nicht so schlimm. Obwohl, er hat ihm nur das Ohr aufgeschlitzt, Eike. Ist das schlimm? Ich bin kein Arzt. Das ist nicht... Was ist denn für das so eine Infektion vielleicht? Richard! Oh, stimmt ja. Wach auf! Oh, du hast recht, Eike, stimmt ja. Wir sind ja im Mittelalter. Ne? Das berühmte, wir schütten unseren Nochtopf auf die Straße, Zeitalter, ne? Obwohl, hatten die nicht damals schon von den Römern schon eher Kanalisation und solche Geschichten? Oder wie war das? Ich meine, im Mittelalter war doch schließlich alles übernommen, sozusagen, was die Römer schon vorgemacht haben, oder? Alles war aufgebaut auf den Ruinen der Römer. Und das meiste wurde verschütt gegangen, wegen den Wikingern. Und wegen der Kirche, oder? War es nicht so? Ich weiß es nicht. Bist du ein Historikstudent? Ja, du bist doch einer. Ja. Wir müssen ihn dreimal ansprechen, Eike. Ja, ja. Mhm. Das kann ich schon mal verraten. Komm, du musst jetzt aufwachen. Ja, stimmt, das war doch so, Eike, ne? Die Kirche hat verboten, das meiste. War es so? Es heißt ja schließlich auch das dunkle Zeitalter. Und die Wikinger, die Wikinger haben meistens die Klöster abgefackelt, ne? Weil anderer Glauben und so, ne? Das kennt man ja, nicht wahr? Ne? Das ist ihnen auch viel verloren gegangen. Siehe die Erfindung von, wie hieß er nochmal, mit diesem Spiegel? Den angeblichen Laserspiegel? Die Waffen des Archimedes, nicht wahr? Mhm. Hey! Wach auf, Mann! Ellie, mein Ohr! Es hat funktioniert. Was fragen wir jetzt ihn? Wie fühlt er sich? Wie fühlst du dich? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, ich töte dich! Das hat ja funktioniert. Warum? Ach, so ein Idiot, nicht wahr? Eigentlich ist er ein Idiot, oder? Ja, natürlich ist er das. Ja, warum? Man kündigt das doch nicht an. Wenn man jemanden im Dunkeln abstechen will, dann sagt man doch nicht, ich töte dich! Oh, verdammt.
Naja, er ist ja auch, wie alt ist er? 12? 13? Er hat ja schon die Hälfte seiner Lebenszeit überschritten im Mittelalter, ne? Wie fühlst du dich? Ja gut, aber wohl, er ist ja Adel. Ex-Adel, ne? Die lebten wahrscheinlich etwas länger als so ein Bauer, der seinen Fressen aus der Erde kratzen musste, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Wir müssen dich abkühlen. Die Wunde lässt dein Blut kochen. Wir müssen an einen trockenen und kühlen Ort kommen, damit du heilen kannst. Ellie, sie haben uns angekettet. Ich werde hier sterben. Nein, wirst du nicht. Keine Panik. Das macht es nur schlimmer. Oh, Eike, du hast recht. Daran werden die Wetter also krepieren. Wundbrand. Ich dachte, er überlebt. Doch, er kann sterben, wenn wir es falsch machen. Wenn wir uns ganz... Wie wär's, wenn du es dann bitte richtig machen? Ja, Kannst du es bitte richtig machen? Genau. Wie hast du dich vorher befreit? Ja, wie auch eigentlich? Ich weiß es nicht. Sie haben die Fußschellen angepasst, als sie mich hier angekettet haben. Mhm. Aber heute habe ich es irgendwie geschafft, rauszuschlüpfen. Die letzten 3 Wochen haben mich wohl sehr entschlossen gemacht. 3 Wochen? Und sehr dünn. Ach, daran liegt es also. Ja, genau. Oder 3 Wochen hängt er hier schon rum? Das ist aber ungesund. Hm. Wo ist er aufs Klo gegangen? Was hast du dir dabei gedacht, auf William loszugehen? Ich musste dich beschützen. Das war dumm oder mutig? Hm. Sind wir ehrlich? Mutig. Ja. Das war dumm. Sicher? Aber ich weiß nicht, ihm Hoffnung machen wir doch eine gute Idee. Es macht, glaube ich, eh keinen Unterschied auf die Story. Ja, ich weiß. Es hat keinen Unterschied auf die Story. Es ist wie bei Telltale. Nur, dass das hier läuft, im Gegensatz zu Telltale. War es jetzt gemein? Solange du die Let's Plays machst. Ja. Das war sehr mutig von dir. Ich weiß nicht. Doch. Vater wird stolz auf dich sein, wenn du ihm davon erzählst. Du solltest nur weglassen, dass du dabei geschrien hast und ihn angekündigt hast und dabei unser Hausdiener gestorben ist, was total unnötig war, oder? Wäre der gestorben? Also der wäre sowieso gestorben, ja. Okay, gib mir das Hufeisen. Richard, wirf mir das Hufeisen zu. Es ist nicht hart genug, um damit die Ketten zu sprengen. Ich hab's versucht. Ich werde mir was einfallen lassen. Gib's mir einfach. Aber er gibt doch keinen Sinn, weil wir haben ihn ja doch in der Gegenwart schon gesehen, den Bruder. Nein. Ich meine den Hausdiener. Der war auch da, weißt du, der mit der Halbglatze und dem Bart, der Matthew, weißt du nicht mehr. Der war doch hinter uns erstochen von denen, naja. Das war total unnötig. Ja, hätten wir den retten können? Nein, hätten wir nicht retten können. Das ist leider so gewollt. Aber erstmal nehmen wir das Hufeisen. Gib nicht auf. Wir kommen hier raus. Du weißt doch immer noch, Eike, dass das hier ein Roman ist. Wir werden Vater finden. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gehört, er sei beim König in Winchester. Dann müssen wir auch dorthin. Du wirst schon sehen. Er bringt alles wieder in Ordnung. Komm, machen wir mal kurz zur Hoffnung, ja. Nur nicht aufgeben. Wir kommen hier raus. Ich weiß nicht. Suchen wir einen Weg hinaus, ja. Die wissen noch nicht. Danke. Ja, noch. Sie wissen es noch nicht, Eike, ne? Dass er im Knast ist. Im Dungeon? Im Kerker, genau. Gut, okay. Mit den Hufeisen müssen wir jetzt nach den Hammer werfen, Eike. Okay, das wird jetzt ein kleines Quicktime-Spiel sein, aber ich glaube, das wird einfach werden. Papp. Also, das war jetzt nicht wirklich schwer, oder? Naja, was beschwere ich mich? Was ist besser, Eike? So eine Art Quicktime-Event oder so ein Tricke, oh, du bist gestorben. Oh, nochmal von vorne. Nicht wahr? Eike, wie stehst du eigentlich zu Quicktime-Events? Eike? Hallo? Was? Wie stehst du? Was ist denn mit dir? Wie stehst du eigentlich zu Quicktime-Events? Mit Abstand. Und? Nein, ich kann's nicht, bitte. Bam! Psst, deine mache ich als nächstes auf. Das ist nett. Nehmt ihr den Hund bitte mit?
Ich dachte, du wärst ein Katzenfan, Eike. Trotzdem. Kannst du stehen? Ich versuch's. Gut, dann warte hier und rühre dich nicht, bis ich weiß, wie wir hier rauskommen. Nehmen wir sein Pferd. Ja, gute Idee. Aber erst müssen wir die Waffen finden, die Matthew versteckt hat. Ja, das müssen wir. Gut, wir könnten jetzt einfach das Pferd nehmen und abhauen, nicht wahr, Eike? Aber wir sollten erstmal das Bündel holen, nicht wahr? Okay, dann machen wir das. Okay, dann müssen wir uns aber voll sein. Der Hund, ich glaube, den müssen wir hier lassen erstmal, leider. Der gehört gleich mehr zur Story, leider. Weißt du das? Ja, ich weiß es. Wenn wir nicht hier rübergehen, dann wird nicht er hier wach. Okay, wenn du das weißt. Dann ja, wir dürfen nicht an ihm vorbeigehen, sonst wird er wach und dann müssen wir wieder sterben wir. Leider. Man hat, zur Mauer du weißt, Eike, du weißt es doch. Das ist hier ein Ken Follett Roman-Spiel. Wir können uns hier nur an den langhangeln, wie die Story verlaufen soll. Es ist alles also, eine Illusion. Die Schlacht war ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Schergen. Willst du vorlesen oder ich? Oder überspringen wir das? Okay, William Schergen. Da William, muss ich jetzt wie Aliana sprechen? Oder? Nein. Da William Hemley aus einer adligen, politisch anfizierten Familie stammt, hat er eine eigene kleine Armee unter seinem Befehl. Das ist wahrscheinlich ein dreckiger Söldner. Es gibt drei Männer, die fast nicht von seiner Seite Seite weichen. Walter, Hugh X und Ackley Gear. Wie spricht man das aus? Gervais. Hugh und Ackley sind Ritter, die für ihre Gewalttätigkeit und Loyalität bekannt sind. Allein ihre Namen bringen Furcht in die Herzen ihrer Gegner. Walter war Williams Lehrmeister, hat er ihn schon als Bursche das Reiten und Kämpfen beigebracht. Nun ist Walter Williams Leibwächter und rechte Hand. Und seine linke ist seine Mutter. Die Ritter haben sich kaum gewehrt und die Bauern sind wie Hühner davongerannt. Wir müssen jetzt ein bisschen zuhören, Eike. Wie praktisch, dass jemand hier auch hören kann, wo die weit weg sind. Boah, der Sprecher hat ja richtig Mühe gehabt. Sehr richtig angestrengt. Vor allem diese Lalzeilpausen. Eike, sein Name ist UX. Ich frage mich, was für eine Waffe er benutzt. Mir in den Fingern. Boah, Dolche. Du Alldolche. Natürlich. Aus dem Void, natürlich. Diese Ladepause ist ziemlich nervig. Das ist diese peinliche Stimme, Stille. Ja, vor allem macht das irgendwie keinen Sinn, so als würden sie eine Minute erstmal nachdenken. Was muss ich jetzt sagen? Ich glaube, sie sind fertig. Wie wär's, wenn wir uns den Jungen vornehmen? In welcher Weise? Oh, ich weiß, dass der Sprecher machen möchte. Der macht es sowieso nicht mehr lange. Emmstein auf Kinski machen. Er ist so gut wie tot. Oh, geil, dann können wir seine Leiche vergewaltigen. Er ist so gut wie tot. Ja, nehmen wir uns den Jungen vor. Mit dem stumpfen Teil des Messers. William will das selbst erledigen. Was, William will ihn vergewaltigen? Natürlich. Wundert mich nicht. Sagt, das wäre ein Teil seiner Rache an dem Mädchen. Okay, los, können wir jetzt weitermachen? Ja, wir können weitermachen. Dann gehen wir auch. Wir könnten ihn ja ein bisschen unterstützen. Gehen wir rüber zu dem roten Tuch. Wenn wir es langsam angehen lassen, hätten wir alle unsere. Die sind wie diese Mordbrenner. Er ist echt so ein schlechter Kitzki, ganz ehrlich. Ja, Sprecher, das hättest du echt besser machen können. Ist Mordbrenner ein richtiger Begriff, Eike? Nein, ist doch nicht so. Sicher? Jetzt nimm das, komm. Ja, die sind wie die Söldner aus Flesh and Blood. Kennst du Flesh and Blood? Ich hab's gefunden, wie Matthew gesagt hat. Yeah. Moment mal, das hat keiner bemerkt? Nicht Logik hinterfragen. Naja, hängt da offen rum. Ich meine, Vaters Dolch. Was, da war nur ein Dolch drin? Ach nee, er nimmt natürlich das Schwert, weil er ist natürlich der Mann. Ich war Eike. Ich bin ein Mann. Ach nee, das war ja, ne? Bringt jetzt das Schwert, dann weg. Genau, wir müssen den Beutel abschneiden. Ja, wir müssen aber erst den. Wo ist es denn? Müssen mit den, wo ist denn der Beutel? Da müssen wir nicht hin. Hier war doch irgendwo ein Haferbeutel, wenn ich mich nicht irre. Erstmal das Pferd inspizieren. Streiche es, nimm die Satteltasche ab, genau.
Ja, ganz ruhig. Was machst du? Das Pferd hätte fast die Wache aufgeweckt. Der Knoten ist zu fest. Abschneiden. Hafer. Warum stehen Pferde eigentlich so auf Hafer? So, dann geben wir den Hafer den Pferd, denn dann mag uns das Pferd. So verliert man, das habe ich in der Wendy gelesen. Ach, du armer Kerl. Willst du was zu fressen? So wie ich William einschätze, füttert er sein Pferd eh nur alle 100 Kilometer. Es ist jetzt ruhig. Versuch aufzusteigen, Richard. Aber wohin geht es? Nach Winchester natürlich. Wir müssen Vater finden und mit dem König sprechen. Sie müssen erfahren, was hier geschehen ist. Jetzt steig auf. Wir haben nicht viel Zeit. Ob das was bringt, Eike? Ob der König uns anhört? Da bin ich skeptisch. Und jetzt ich. Los, rauf. Aber leider ohne den Hund. Hey, ihr da. Stehen bleiben. Schneidet ihn den Weg ab. Du kannst uns mal, Akli. Man spricht es Akli. Ich hab nachgedreht. Der Bronze holen. Was sollen wir? Man kann doch den Hund retten. Arschloch. Nee, kann man nicht. Doch, kann man. Wie denn? Steht hier irgendwie eine Lösung. Ach, Quatsch. Ich hab nochmal nachgeschlagen. Also bei mir steht nichts von Hund retten. Du erzählst jetzt Quatsch, Eike. Du willst mich nur jetzt noch. Na gut. Reiten wir jetzt erstmal in den Wald. Schnell. Der Gedanke, dass sie uns einholen könnten, ließ mich schnell weiterreiten. Es regnete ohne Unterlass. Nach einer Weile wurde Richards Wimmern schwächer. Aber ich wagte nicht zurückzublicken, in der Furcht, William Hamley direkt auf unseren Fersen zu sehen. Ich zwang das Pferd zu einem schärferen Trab, in der Hoffnung, dass mein Bruder nicht seinen Wunden erliegen würde. Oh ja, das wird schon sehr knapp jetzt. Oh Mann, da ist ja an dem Ken Follett echt ein Shakespeare verloren gegangen. Weiter nach Winchester. Können wir durch den Wald? Nee, ist natürlich wieder nur alles nach einer Linie. Wir ritten in Richtung Winchester. Der König würde die Dinge richten, wenn wir ihm alles erklären. Das müsste er einfach. Es dauerte nicht lange, bis Richard fast vom Pferd fiel. Als ich ihm die Hand auf die Stirn legte, erkannte ich, dass er hohes Fieber hatte. Sein verstümmeltes Ohr war rot, heiß und geschwollen. Das ist wie bei Siegfried, nicht wahr, Eike? Na? Ein kleiner Stich. Ein Laut ließ mich aufschrecken. Aus dem Dickicht des Waldes trat eine Frau. Ich wollte schon den Dolch ziehen, den ich am Unterarm trug. Ich fragte sie, wer sie sei. Dies sei ihr Wald, antwortete sie. Also müssten wir uns zuerst vorstellen. Könnte das sein? Könnte das sie sein? Ich sagte, ich sei die Tochter des Grafen von Shiring und reise mit meinem Bruder. An eurem Gebaren erkenne ich, dass ihr vom Adel seid. Sie lächelte und erklärte ihrerseits, sie sei die Frau des örtlichen Waldhüters. Ah, okay, ist es nicht. Als sie Richards Ohr bemerkte, sagte sie, er brauche Hilfe. Zum Glück sei ihre Hütte in der Nähe. Sie bot uns Essen und eine Unterkunft an. Und was wählen wir jetzt, Eike? Natürlich, wer ver... Weißt du, Eike, was passieren würde, wenn wir ihr nicht vertrauen? Na? Er stirbt. Ja, natürlich. Ist ja schon, er ist hohe Fieber, also gehen wir auf Risiko. Wir folgten ihr zu ihrer Hütte. Es war weiter, als sie uns hat glauben lassen. Dort half ich meinem Bruder aus dem Sattel und ließ die Frau die Zügel des Tiers nehmen. Hoffentlich hat sie ein bisschen, wie heißt das, mittelalterliche Penicillin. Die Hütte war karg, die Einrichtung spärlich. Drin war es fast so kalt wie draußen. Von ihrem Mann keine Spur. Richard ließ sich erschöpft auf einen der knarrenden Hocker fallen. Die Frau zündete ein Feuer an, das knisternd zum Leben erwachte und einen warmen Schein verbreitete. Waldhütern geht's anscheinend auch nicht viel besser als einem Bauern, oder Eike? Ich kenne mich da nicht. Hast du's gespielt? Ehrlich? Ja, aber ich weiß nicht, wie man sich mit Waldhütern im Mittelalter verdient. Das meinte ich eigentlich, Eike. Vielleicht wusstest du da mehr. Mach mal jetzt weiter. Stehen wir darauf, ihr zu helfen? Oder ja, das muss. Ja. Sag die richtige Antwort. Ja, zu helfen.
Ich erhob die Stimme und wiederholte eindringlicher, dass Richard sterben könnte, wenn wir jetzt nicht handelten. Bei meinen Worten schien die Frau aus ihrer Abwesenheit zu erwachen. Mhm. Sie nickte zum Feuer. Draußen war ein Geräusch zu hören und ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. Dann begann sie zu erklären. Um eine Wunde zu schließen, müsse man ein heißes Stück Metall vorsichtig gegen das Fleisch pressen. Dies würde die Dämonen und üblen Gerüche daran hindern, in den Körper einzudringen. Ja, aber der Blick der Frau sprang immer wieder zur Tür. Und so drehte ich den Kopf, um ihm zu folgen. Was sollen sie sonst machen, Ike? Ihnen das Ohr amputieren, oder was? Naja, bleibt nur ausbrennen in dem Fall. Nur einen Moment, nachdem ich den Kopf gedreht hatte, zeigte meine eigene Klinge auf mein Gesicht. Sie hatte den Dolch in meinem Ärmel bemerkt und ihn herausgezogen, bevor ich wusste, was geschah. Sie entschuldigte sich. Es sei eine raue Welt und ihr Gesetz sei, zu fressen oder gefressen zu werden. Plötzlich hörte ich Lärm von draußen. Er ist hier, sagte sie. Kämpfe! Ich ergriff ein zersplittertes Brett vom Boden und richtete es drohend gegen sie. Plötzlich packte mich jemand von hinten. Im nächsten Augenblick landete ich hart auf dem Boden. Wow. Er sah uns und unsere Waffen an und brach in Gelächter aus. Er trat näher, um nach Richards Schwert zu greifen, aber seine Frau mischte sich ein. Wir können das nicht verkaufen. Jeder würde wissen, wem das Schwert gehört. Der Mann knurrte zustimmend und ging raus. Bevor sie ihm nachging, warf sie meinen Dolch vor mir auf den Boden. Damit kannst du die Wunde deines Bruders ausbrennen, sagte sie und verschwand. Ich hab so das Gefühl, ich glaube, das sind keine Waldhüte, Eike. Ach echt? Wir hörten das Wiehern von Williams Pferd und Hufgetrappel von draußen. Wir standen wie erstarrt da, bis Richard mir sagte, ich sollte mal nachschauen. Als ich rausging, waren die Wegelagerer längst über alle Berge. Williams Pferd hatten sie mitgenommen. Die Hütte hatte ihnen vermutlich nie gehört. Aber wenigstens hatten wir jetzt für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Ach, naja. Bist du so geronnen wie Zoran oder wie ich halt? Das Feuer brannte noch. Wir hatten keine andere Wahl, als dem Wort einer Räuberin zu vertrauen. Der glühende Dolch zitterte in meinen Händen. Tu es, Ellie. Ich halte das aus. Richard versuchte tapfer zu klingen. Ein schreckliches, zischendes Geräusch und der Gestank von verbranntem Fleisch erfüllte die Hütte, als die Klinge sein Ohr berührte. Aber es schien seine Wirkung zu tun. Während Richard schlief, bewachte ich die Tür stundenlang. Aber schließlich fielen auch mir die Augen zu. Okay. Ja, ich habe mir zum Spiegel immer gemeckert, nicht wahr? Aber jetzt hatte ich schon ein bisschen Panik, du auch? Dass es jetzt doch falsch ausläuft. Ja. Jetzt können wir weiter nach Winchester. Aber ich glaube, wir können noch nicht abspeichern, oder? Nein, wir können noch nicht abspeichern. Okay, wir müssen nach Winchester schnell. 2 Tage lang gingen wir zu Fuß weiter. Nur kurze Pausen dazwischen. Aber schließlich erreichten wir die Tore von Winchester. Richard war schwach, aber wenigstens waren wir noch zusammen. Gemeinsam würden wir schon einen Weg finden, diesem Albtraum zu entkommen. Der Albtraum nennt man auch Mittelalter. Yeah! So, Eike, wir haben es geschafft. Kapitel 8. Also das erste Kapitel des neuen Buches. Okay. Okay, naja, gut. Wir wurden ausgeraubt. Na gut, wir haben ein Pferd mit einem Hafer verloren. Ich glaube, das können wir verkraften, oder? Hauptsache, Richard hat's überlebt. Richard. Little Oin. Die Stadt sieht größer aus, als sie erscheint. Was, Eike? Wir haben es geschafft. Jetzt können sie uns nichts mehr antun, nicht wahr? Dann gibt's hier Gesetze, die uns schützen, richtig? Aber wir sollten unser Glück nicht auf die Probe stellen und schnell nach einer Unterkunft suchen. Dann lass uns gehen. Wohin willst du denn? Zu unserem Stadthaus natürlich. Die haben Stadthaus? Pff, wie so kleine Ameisen. Weißt du was? Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Anno, nicht wahr? Die düstere Version. Ihre Bewohner verlangen nach Seide.
Kannst du jetzt speichern? Ja, jetzt können wir speichern. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Spieleinstellung. Ja, genau. Gut, hier können wir speichern. Okay, also Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Die Säulen der Erde. Siehst du, Heike? Ich hab's richtig gesagt. Endlich. Und finden wir einen Ort in Winchester, wo wir übernachten können. Hm, könnte dauern. Vermute ich jetzt einfach mal. Also bis dann. Ciao. Ciao.